Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt aufregende Neuigkeiten, meine Freunde. Während das Rampenlicht zuletzt auf die Diablo 4 Beta gefallen ist, hat sich weit abseits davon in der Diablo 2 Resurrected Welt etwas getan, ohne dass es bisher groß aufgefallen ist. Und darüber wollen wir in diesem Kurzbeitrag sprechen. Zuvor aber eine kurze Werbeunterbrechung. Tief im Berge Ariad entspringt ein Fluss, dessen Wasser so rein ist, als hätten sich die Götter selbst darin gewaschen. Durch die vielen Gletscherhöhlen hat es einen hohen Mineraliengehalt und wirkt nicht nur erfrischend, sondern auch vitalisierend. Nur aus diesem Wasser werden die besten Tränke gebraut, kaufen Sie deshalb ausschließlich malersmundende Tränke. Deckard Cain hat in seinen Forschungen nachweisen können, dass in Tränken von herkömmlichen Händlern eine erhöhte Belastung durch Skarabäuskeime messbar ist. Tränke, die von Monstern fallen gelassen wurden, können sogar mit Toxinen verseucht sein. So etwas wollen Sie Ihrem Lieblingscharakter sicherlich nicht zumuten. Vertrauen Sie deshalb nur malersmundenden Tränken. Malersmundende Tränke. Da weiß man, was man hat. Nun geht es aber weiter mit unserem ersten Geheimnis. Ihr kennt ja sicher alle die roten Portale in Akt 5, die im Eishochland, der Ariad-Hochebene und der gefrorenen Tundra zu finden sind. Was jedoch sehr wenige wissen, ganz selten spawnt anstelle eines der üblichen roten Portale eines mit dem Namen Verfluchter Wald. Wie hoch genau die Chancen dafür sind, ist noch nicht abzuschätzen. Es wird spekuliert, dass diese Veränderung mit dem letzten Patch gekommen ist. Seitdem hatten nur sehr wenige Spieler das Vergnügen. Das Besondere an diesem Wald: am Ende findet man eine goldene Kiste, aus der ein Runendrop generiert wird, ähnlich wie bei der Gräfin, jedoch mit einem viel attraktiveren Pool. Es soll mindestens eine Low droppen, die Chancen für die höheren Runen sind aber auch nicht schlecht. So wurden scheinbar auch schon einige Berge gefunden. Weiter geht es mit Neuigkeiten aus Akt 2. Wenn die geheime Zuflucht terrorisiert ist, findet dort nun zu Beginn und zum Ende ein optisches Spezialevent statt, bei dem der Himmel mit bunten Scheinwerfern beleuchtet wird. Dies ist allerdings nur ein optisches Easter Egg, bessere Drops oder ähnliches konnten nicht verzeichnet werden. Außerdem eine weitere Neuigkeit, die diesen Kanal betrifft: der Content wird nämlich um noch eine Sektion erweitert. In Zukunft werdet ihr hier auch Inhalte zu Hearthstone finden, zum Beispiel Guides zu starken Decks, und deshalb habe ich mir einige Packungen Karten gekauft, die ich nun mit euch zusammen öffnen werde. Okay, stopp! Bevor nun alle auf Deabonnieren drücken, möchte ich noch schnell sagen: April, April! Nichts von all dem, was hier erzählt wurde, hat einen realen Bezug. Wenn ihr mir diese sogenannten Neuigkeiten bis zum Ende noch abgekauft habt, muss ich mich nun entschuldigen. Ihr seid auf einen kleinen April-Scherz hereingefallen. Heute kommt noch ein Guide für die Gift-Amazone heraus. Die ist überraschend stark und kann bei niedrigerer Spielerzahl sogar der Blitzjaber Konkurrenz machen. Außerdem kommt wie versprochen ein neuer Söldner-Guide, ein ultimativer Farm-Guide und ein Video, welches die verschiedenen Bildmöglichkeiten aller Klassen zusammenfasst. Das waren die Real News. Ich wünsche einen angenehmen 1. April und ein schönes Wochenende. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein.